Jedes Jahr erinnern wir an die Befreiung des ehemaligen Konzentrationslagers Mauthausen, ein Ort, an dem Hunderttausende Menschen systematisch von den Nazis ermordet wurden. Ein Ort, der uns lehrt, wachsam zu bleiben. Die Lehren aus der NS-Zeit zu ziehen, bedeutet auch in der Gegenwart mutig und entschlossen gegen Fremdenhass und Ausgrenzung aufzustehen, sich zu Wort zu melden, wenn andere Menschen leiden und zum Spielball der Politik werden. Also genau so, wie das aktuell an den Außengrenzen der Europäischen Union passiert, wo tausende Unschuldige ohne Perspektive in Lager gepfercht und entmenschlicht werden. Es lebe die internationale Solidarität. Das ist der vorletzte Satz des Mauthausen-Schwurs, der nach der Befreiung des KZs von ehemaligen Häftlingen verfasst wurde. Diesen sollten wir uns zu Herzen nehmen, denn Solidarität und Menschlichkeit kennen keine Grenzen.